Moin ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir zeigen euch heute, wie wir unseren Fußballplatz wieder herrichten. Hier liegt da schon wieder Kabellage, alles verbogen und das kannst du in den Müll schmeißen. Jetzt habe ich die Kabelrolle geholt. Was ist das nämlich hier? Wenn was kaputt ist, das wird einfach dann in der Garage wieder hingelegt und bei mir fällt das dann auf. So, Strom. So, jetzt müssen wir erstmal testen, ob die Mischmühle überhaupt noch geht. Aber eigentlich müsste die gehen. Ja, das wäre schade, wenn die nicht mehr geht. Ui. Da wird mir echt schlecht von. Ja, warum guckst du da rein? Du wolltest mal machen. Guck, mach mal selbst. Nee, weil ich das kann er nicht ab. Dann fängt bei mir ein Farmspiel an. Ui. Ja, nur hört man auf. Ui. So, wir haben uns ein Sieb besorgt. Warum haben wir uns ein Sieb besorgt? Erzähl das mal bitte. Also mal von vorn. Wir haben hier, wie gesagt, gesiebten Boden. Der ist aber nicht immer so ganz schön durchgesiebt, sondern befindet sich ganz oft Glasscherben zwischen dickere Steine und das wollen wir natürlich nicht auf dem Fußballplatz haben. Und warum nicht? Wegen Verletzungsgefahr. Natürlich, super scheiße, wenn irgendjemand beim Grätschen eine Glasscherbe reinknallt. Richtig. Und darum haben wir jetzt so ein Sieb, den kannst du hier hinstellen und dann kannst du das Sand da reinschmeißen. Und das filtert halt Steine und sowas raus. Richtig. Der ist doch noch gar nicht ganz... Udo, der ist doch noch... Ecke, weißt du, Ecke, ganz ehrlich. So, hier. Herrlich. Ja, herrlich ist das nicht, das ist ein Sieb. So. Hier seht ihr es jetzt richtig schön feinmaschig und das filtert dann, wie gesagt, Steine, Glas etc. raus. Ist natürlich mehr Arbeit, mühsam, aber Verletzungsgefahr dadurch minimiert. Ja, richtig, so. Hier liegt wieder alles voll. Ja, wer hat's denn hingestellt? Ich. Ja. Was hast du jetzt vor? So, pass auf. Um die ganze Arbeit zu erleichtern. Erste Sache, die wir vorhaben, Udo, warum haben wir hier eine Mischmühle? Ganz viele Leute erklären uns jetzt garantiert für blöd, aber klingt jetzt wirklich total bescheuert, wenn man alles hier drin mischt. Du hast so eine geile, fluffige Substanz zwischen Erde, Sand und Rasensaat. Das ist richtig schön miteinander vermengt. Ich habe das bei mir zu Hause gemacht. Und nach 7 Tagen ist bei dir der Rasen schon da gewesen. Der war komplett fertig, nach 7 Tagen. Aber vorkeimen lassen. Das ist nämlich auch das Thema des Videos. Rasensaat oder die Mischung vorkeimen lassen. Klingt total bescheuert, bringt aber richtig viel. Ja, und wir machen es auch. Im vorherigen Video habe ich ja gesagt, wir stellen das Ding quer hoch. Warum? Guck mal. So, jetzt leg ich da mal den Sieb drauf. Weil wir mischen ja... in der Mischmühle. Das ist halt super aufwendig, aber wenn man da viel von macht, ist das richtig geil. Weißt du jetzt, verstehst du, was ich meine? Ja, die Idee ist nicht schlecht. Weil die ganzen Glasscherben, wir haben schon oft Glasscherben und Steine rausgesucht. Richtig. Und das ist richtig, richtig gefährlich. Das wollen wir nicht mehr. Also kippst du jetzt den Boden hier drauf, der siebt da durch und das andere bleibt oben drauf. Ist halt total viel Arbeit jetzt, auch gerade weil der Boden ein bisschen feucht ist, aber scheiß drauf. Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Moment mal, wir müssen eben nachdenken. Ich wollte ihn gerade anschmeißen, dann dreht sich das Ding ja mit. Lass uns kurz Test machen, wie das Ding reagiert. Glaubst du, es fällt runter oder nicht? Ja. Du machst. Ja, das war ja ein Test, aber der muss ja nicht laufen. Wenn wir es reinkippen, muss der ja nicht laufen. Nein, auch das war nur... Test nicht. Weißt du, was du gemacht hast? Nee. Wenn das Ding sich verkantet hätte, hier hinten, dann wäre die Mischmühle durchgebrannt. Echt? Ja. Aber ich wollte es nicht, also, du wolltest, dass ich jetzt auch mal Lack kriege? Nee, ich geb dir keinen Lack, weil das ist unter uns beiden und dann ist das für mich erledigt. So. Ist ja nichts passiert. Ach übrigens, viele fragen sich jetzt, was da los ist, warum hier so viel Müll steht. Wir haben Sperrmüll, wir haben neue Möbel gekriegt und wir haben, kriegen jetzt am Dienstag kriegen wir einen Container und da kommt das alles rein. Das Tischgestell benutze ich aber, das nicht wegschmeißen. Das möchte ich für mich haben, da baue ich mir einen Tisch raus. Das ist ein Tisch gewesen! Ja, aber ich baue mir einen neuen raus. Ja, und ich kann mir auch wieder vorstellen, was für ein Tisch. Das ist so ideal, Udo. Guck eben. Ja. Das ist das Geilste. Bretter kaufen, ey, Hammer. Können wir den nachher eben bereitstellen für mich? Ja. Herrlich. Wir beide fangen jetzt erstmal hier mit dem Projekt an. Ja. So, wollen wir anfangen? Kannst du bitte eben eine Schaufel reinnageln? Ich möchte echt mal gucken, wie das mit dem nassen Boden ist. Weißt du, ob das jetzt so durchfällt? Weil das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Ich glaub's nicht. Scheiße. Mit so ein bisschen. Das dauert ein bisschen, nicht lang. Ja, aber besser als wenn wir da... guck mal hier, schon wieder direkt. Das seht ihr jetzt auch, das ist ein Stein. Und Steine sind nicht so gut, wenn man da rüber rutscht, richtig? Richtig. Ich hab das selber mal gehabt, vor Jahren. Hier auch. So, jetzt seht ihr, was hier nicht durchgegangen ist. Ja. So. Das sind kleine Steinchen sind das. Ja, und die wollen wir natürlich nicht auf unserem Fußballplatz haben. Richtig. Jetzt tue ich eben einmal... Nee, kannst du auch rüberschieben. Ja, gut. Gib doch hier so. So, aber ich kann nicht mit der langen Schaufel, dann ist mir zu lang. Mir hat lieber was kurz in der Hand. Schaufelmäßig. Ja, weiß ich doch. Hier haben wir es jetzt. Schaut mal. Und das ist
natürlich nicht so schön. Nein. Da kannst du gesiebten Boden bestellen, wie du möchtest. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Wieder das Thema, wenn du da irgendwie beim Platz grätscht und die Scherbe sich über deinen Oberschenkel zieht, dann geht es mit dem Helikopter die Notaufnahme. Ja. Und einige denken ja immer, oh, was machen die sich eine Arbeit? Nein. Ja, aber das ist natürlich auch scheiße, der Boden ist super feucht. Ja. Das ist jetzt gerade hier scheiße beim Einarbeiten, ist aber wieder richtig gut im Thema. Rasensaat, keimen. Genau, wir lassen das ja Ganze vorkeimen, das erzählen wir euch aber noch, aber das ist perfekt, weil der Rasen ja eine Grundfeuchte hat. Oh. Ja. So, du, ich will jetzt auch mit anpacken, weil sonst ist das scheiße. Ja, ich würde auch sagen, geh mit der Hand raus, wenn da ein Stück Glas ist, dann kann ich mit dir nämlich gleich noch zur Notaufnahme. Ich gebe ganz ehrlich zu, das ist enorm viel Arbeit, das ist super viel Stress, das ist, dauert alles nun mal länger, aber die Sicherheit der Kinder und Spieler hier im Verein geht natürlich vor und wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt, deswegen machen wir es so. Hier, Fundstück. Seht ihr das? Und das ist das Thema. Ne? Und genau deshalb machen wir das so, weil sonst haben wir das tatsächlich dann beim Platz, beim Einarbeiten mit den Händen rausgesucht. Das ist halt einfach scheiße, aber das kann man nicht verhindern bei selbst gesiebtem Boden. Ich weiß nicht, gibt es so richtig fein gesiebten Boden, der nochmal extra gesiebt wird? Ja, aber der kostet preislich auch ein ganz großer Unterschied. Und, wir das sind wusste klein, ich zum Beispiel nicht. Ja, wir sind ein kleiner Verein. Du musst eben so rechnen, das wird gesiebt. Ja. Aber das sind Siebe, die sind ein bisschen grob. Große Steine bleiben, klein, aber die kleinen, da fällt ja, der. Warte, guck mal hier. Und der passt hier natürlich nicht. Da seht ihr auch, die Scherbe kann da nicht durchfallen, also haben wir sie auch nicht in unserer Sandmischung drin. Kann mir mal jemand erklären, warum der Korb nicht zugeht oder ist zu blöd? Wieso hast du da denn so viel Luft? Ja, das weiß ich nicht, ich habe den nur ausgelöst. Ja. Ich habe das hier alles sauber gemacht, wie du sagtest. Ich krieg den da nicht mehr richtig drauf. Dann hat sich das ganze Ding verschoben. Ja. In der Hinsicht, der ist aus dem Winkel raus. Halt mal fest. Das ist nämlich das Problem hier, das ist auch kein neuer Rasen mehr. Irgendwann verzieht sich das. Das haben ganz viele. Naja, so alt ist der nicht. Den habe ich vor maximal 2 Jahren brandneu gekauft. Ja, aber der hat sich verzogen. Ich habe nur den Korb ausgeleert von gestern. So, und jetzt gehst du bei, ja, wenn du da hinten bist, nimmst den Hammer und haust das Ding ein bisschen zurück. Okay. Weil der steht ja gerade. Ja, ja, eben. Deswegen wundere ich mich ja. Und so fügt uns das ja alles raus. Ja. So. Versuch ich. Ja. Soll ich den so dran lassen? Und ja, guckst du eben und dann siehst du das ja. Und nicht zu doll, dass das abbricht. Ja, so ist das hier. Fällt immer wieder was an. Das ist echt. Oh, warte. Hier. Was ist das? Glas. Nee, das ist der Porzellan. Nicht gut. Können wir das erst verarbeiten? Jo, sind wir dabei. Nee, der Ball warst du mit draufschmeißen. Das dauert jetzt ziemlich lange. Ja. Was ist denn mit dem Gedanken, Sieb runter, erstmal voll machen, mischen und dann, wenn wir es in die Schubkarre reinknallen. Hast du einen in der Waffel oder dann was? Aber dann ist der ja feiner gesiebt. Ja, und dann geht das Glas da auch mit durch, da, wenn du den siebst. Hä? Wir machen das so. Udo, guck mal. Pass auf. Nein, hör mir doch mal zu. Wir nehmen den Sieb runter, befüllen das Ding erstmal, lassen das alles mischen, stellen die Karre drunter und den Sieb auf die Karre, da wo es durchfällt. Das wird nicht funktionieren. Weil? Weil das nicht funktioniert. Du musst das hier wieder rauskriegen und du willst das reinkippen. Das geht nicht. Dann fällt das ganze Sand an der Seite raus. Wir müssen jetzt schon ein bisschen uns hier Mühe geben. Heb mal an, bitte. Will mal schauen. Oh, da ist aber doch schon gut was reingekommen. Ja, ja, siehst du. Also ich habe nur gedacht, ja, man muss Geduld haben, das weiß ich, aber ich dachte, da wäre noch nicht so viel drin. Du sagst immer, ich bin ungeduldig. Ja, ich bin auch ungeduldig, aber du bist auch ungeduldig. Ja. Ein bisschen Ruhe liegt die Kraft. Hier, wo hast du ihn? Das ist ein richtig dicker Bengel. Kicke. Richtig dicke. Boah, hm. Junge, guck im Udo. Ja. Alter, hier. Ja, das kann schmerzhaft werden, ey. Ja, das ist auch richtig spitz, ne? Wir wollen eben noch mal gucken auf dem Hauptplatz. Ja. Also das hast du gestern echt gut gemacht. Besser als sonst. Meiner Meinung nach und Wilfried brauchen wir den nicht noch mal mähen. Wir hauen da noch mehr Spurrillen rein. Der ist so kurz, da sind nicht viele Unterschiede drin. Das sieht gut aus. Morgen einmal mit dem Laubpuster zur Not die Scheiße runter. Oder was?
Dann hör doch so machen. Ja, wir dürfen sonntags ja keine Ruhestörung machen. Dann haben wir wieder gleich Krach. Dann ist das. Ja, dann müssen wir das morgen einmal mit der Hake wegfegen und den groben Kram einsammeln. Wie willst du das denn machen? Wie geht das? Hake wegfegen. Also ja, du weißt, was ich meine. Nee, also da wusste ich nicht, was du meinst. Komm mal her. Wir benutzen ja den Sieb, ne? Das ist super aufwendig, aber guck mal, was wir schon rausgesucht haben. Und wir haben erst seit 5 Minuten angefangen zu sammeln. Noch nicht alles, aber hier. Ui. Und das sind ja nicht alle Steine, die Steine liegen ja alle am Rand. Hier liegen ja noch viel mehr. Hier. Fette Scherbe. Ne, es sind Glasscherben mit drin. Natürlich ist das gesiebter Sand, Wilfried, aber das Problem ist einfach, du kriegst den gar nicht so fein gesiebt. Und Glasscherben wollen wir nicht im Fußballplatz haben. Und wir sind jetzt 5 Minuten am Gang. Guck mal, hier, hält mal hoch. Ja, es ist halt mehr Arbeit wie sauber, dafür macht man dann gleich mehr. Hier, ist gleich voll. Ja. Und richtig schöne Körnung. Hier, Leute, das ist so schön. Ja, zeig mal, hol mal eine Hand raus. Ja, du wirst dich wundern, wie das nachher aussieht, wenn, ja, der, wenn das alles gemischt ist. Hier, wie fein das ist. Unterschied. Ja. Richtig. Und das ist auch zum Einarbeiten viel, viel geiler. So, ja, doof das klingt, das ist viel besser einzuarbeiten. Weil wenn du mit dem Rakel diese Dinger hier einarbeitest, die kriegst du gar nicht von und weißt ja selbst. Ja. So, wir haben jetzt wirklich eine Menge reingeballert. Heben wir mal ab, zeigen euch das erste Ergebnis. Hast du ihn? Schaut mal, jetzt ist das hier richtig schön fein. Das ist jetzt total bescheuert, aber wenn du das fertig gemischt hast mit der Mischmühle, ist es halt so schön fluffig. Und wenn das fluffig ist, ist es was? Geschmeidig. Ja, und viel besser zu verarbeiten. Klingt total bescheuert. Ich weiß, da schütteln jetzt Leute draußen den Kopf, aber wenn man sowas macht, dann gibt man sich richtig viel Mühe, macht das richtig vernünftig und dann wird das auch richtig schicki. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal, was wir alles rausgesiebt haben. Und wir haben bei Gott nicht alles mit auf den Tisch gelegt, weil am Anfang haben wir viel weggeschmissen. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt spüre ich das im Abend, weil da alles dabei war. Birke, wenn du nicht nachts werden willst, dann geh da bitte weg, weil der Tisch steht. Ja, Udo, ich bin ein Gefahrenfilmer. Das ist, warte. So, komm, mach mal. Birke, du bist nass. Ist doch scheißegal, Mensch. Na gut, das ist ein bisschen viel. So, wenn man jetzt mal guckt, vielleicht finden wir noch ein Nugget. Ja, Nugget, du hast Nugget. So, pass auf. So, hier. Also das ist dann natürlich so glasscherbenmäßig echt nicht schön. Hier Porzellan, wenn du sowas auf dem Fußballplatz liegen hast und da reingehst. Und das ist so krass scharfkantig. Und wir haben jetzt echt ja nur ein bisschen gemacht. Ne? Ja. Aber das ist halt wirklich wichtig. Auch Leute, wenn ihr denkt, ey, die Jungs sind verrückt. Nein, Gesundheit geht vor und da muss man drauf achten. So, warte, hier. Das ist noch mehr Scherben. Ja. Und das ist bei Gott nicht alles. Wir haben am Anfang echt total viel weggeschmissen. Ja. Aber krass, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das bei euch zu Hause auf dem Sportplatz macht, ob ihr es auch so umständlich macht oder einfach draufschmeißt. Wir machen jetzt weiter. Lass uns den Sieb eben trotzdem draufschmeißen, auch wenn wir jetzt den feinen Sand draufhauen, aber sicher ist sicher, weil ab und zu sind da auch Glasscherben bei. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was ich meine. Ja, Blitz. So. Eine Schaufel, sagst du? Genau, das hat den Grund, wir haben jetzt Erde. Jetzt nehmen wir eine Schaufel feinen Sand dazu, um einfach die Struktur ein bisschen zu verbessern. Und dieser feine Sand ist natürlich ganz gut beim Besanden von einem Fußballplatz, um die Struktur des Bodens noch ein bisschen zu verändern. Und du hast einfach noch ein besseres Ergebnis zum Verarbeiten. Nun siehst du mal, in dem Gemüse oder was das ist, da ist nichts drin, ne? Ja. Das ist so fein. So. Warte, lass mal abheben. Ah, komm, lass eine Schaufel können wir noch. So. Das ist aber richtig feiner, ne? Ja, das kannst du auch merken. 0,2er Körnung ist das. So. So. Ding runter. So sieht jetzt das Mischungsverhältnis fürs Erste aus. Das rödeln wir jetzt einmal im Kreis und danach gehen wir mit Rasensand bei. Wir lassen erstmal mixen, wa? Bist du gespannt, Udo? Ja. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, was willst du? Anstatt die Leiter abzulegen. Wir brauchen ein neues Outro. Wir haben jetzt keine Zeit für Outro. Ende Video-Outro. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Du immer mit deinem Outro. Was ist? Ja komm, lass uns ein Outro machen. Was willst du denn jetzt für ein Outro haben? Nur eine Leiter in meiner Hand. Ey, ich knall dir gleich eine. Ich soll die Leiter nicht in der Hand haben und jetzt sagst du, ich soll die Leiter in der Hand haben. Das ist das letzte Mal, dass ich die ganze Soße mitmache. So, und was willst du jetzt? Los. Sei freundlich. Ich bin's freundlich. Ja, liebe Zuschauer, danke für teilen, liken, abonnieren. Ich hab jetzt auch keine Zeit mehr. Udo, hey. Wir wollten einmal ein fröhliches Outro machen. Fröhlichkeit
kennt keine Grenzen. Und weil ich fröhlich bin, habe ich die Leiter abgestellt. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert mich mit dem Verein und ziehen zusammen. Und jetzt leck mich am Arsch. Tschüss, Udo. Ja, tschüss.